Es ist sehr wichtig, dass man stets an das Neue denkt und auch das Alte im Hinterkopf behält und an das Alte auch das Alte nicht vergisst. Denn ich glaube, genau diese Lage, in der wir uns heute in Europa befinden, gibt uns sehr viel zum Nachdenken. Einerseits das alte Europa, das alte System, das geteilte Europa, wo Menschen geflüchtet sind in die neue, moderne, in die zukunftsorientierte. Andererseits, wir sehen ganz genau heute eine genaue Wende. Eine Wende, die uns zum Nachdenken bringen sollte. Wo entwickelt sich die Zukunft? In welche Richtung geht die Wirtschaft? In welche Richtung gehen dann letztendlich die Menschen? Wir sind, als ich 16 war, bin ich aus Polen nach Österreich gekommen und habe in Österreich meine Zukunft gesehen. Ich habe in Österreich meine Visionen verwirklichen können und letzten Endes auch glücklich sein können. Nichtsdestotrotz blicke ich natürlich mit einer riesengroßen Freude nach Polen zurück und stelle fest, es gibt dort eine unglaubliche Bewegung und es gibt dort eine Entwicklung, die mich sehr zufriedenstellt. Und ich stelle fest, es gibt die Tendenz, dass sich das Alte sehr verändert und doch neu wird und doch das Alt-Neue daraus sich entwickelt. Das ist genauso, wie Sie richtig gesagt haben, in der technischen Branche. Es gibt natürlich aufgrund von den alten Substanzen, von den alten Produkten, entwickeln sich stets neue Produkte. Aber wenn sich die Menschen an die alten Produkte nicht gewöhnen, können sie keinen Zugang zu den neuen Produkten finden. Stellen Sie sich vor, Sie würden Menschen, die vor 200 Jahren gelebt haben, in die Flugzeuge setzen. Ich glaube, damit würden sie nichts anfangen können. Sie würden glauben, es kommen Außerirdischen. Aber das ist genau der Punkt. Die Veränderung und das Alte verändert sich in das Neue, Step by Step, langsam, aber es hat einen Fluss, es hat einfach eine Bewegung. Ich halte es für sehr wichtig, denn wenn man sich nicht stets hinterfragt, wenn man die Dinge, die passieren, nicht hinterfragt, dann kann man sehr leicht in eine Kluft geraten, aus der man nicht rauskommen kann. Wie ich schon vorhin sagte, ich habe vorher gesehen eine enorme Zukunft. Zukunft in einem westlichen Land, in einem Land, wo Menschen hingegangen sind, um nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch tatsächlich das ganze Leben dort zu verbringen. Heute bin ich mir dessen nicht sicher, welche Länder sich da jetzt besser entwickeln und wo wir den Wohlstand dann letzten Endes vorfinden. So wie sich jetzt in Europa die Situation entwickelt, wenn ich an Deutschland zum Beispiel denke. Mein Vater lebt in Deutschland und berichtet mir stets über Menschen, die in den Mistkübeln nach Essen suchen. Dann macht mir dann schon sehr große Sorgen, wie entwickelt sich das Ganze? Welche Tendenz entsteht da letztendlich? Wird die Kluft zwischen Arm und Reich letztendlich siegen? Und wir können dann aus dem nicht mehr heraus, beziehungsweise wenn wir uns nicht hinterfragen, wie sich die Gesellschaft in welche Richtung aus dem monetären Denken ins wirklich soziale Denken entwickelt, ob dann irgendwann einmal nicht das ganze System zusammenbricht und wir letztendlich vor der Tatsache stehen, dass wir uns nicht mehr retten können. Das bereitet mir schon immer wieder Sorgen und macht nachdenklich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, über unterschiedliche Disziplinen, über Wissenschaften, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass er sich über diese Dinge, die jetzt und heute passieren, Gedanken macht. Und dass eben alle diese Disziplinen in einem Zusammenhang sind. Egal, ob wir jetzt an Technik denken, egal, ob wir jetzt an Wissenschaft denken, egal, ob wir an Entwicklung oder Forschung denken, es hängt letztendlich alles zusammen. Denn wenn wir eine von diesen Bereichen vergessen und vernachlässigen, hinterlässt das große Lücken in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt von der wirtschaftlichen Seite die Unternehmer nicht unterstütze und nicht fördere und nicht wirklich von Herzen und von der ganzen Seele heraus da schaue, dass die Menschen tatsächlich auch in Richtung Unternehmertum gehen, Firmen aufmachen und aber dadurch Arbeitsplätze sichern und Arbeitslosigkeit verringern, dann wird das Ganze auch irgendwann einmal zusammenbrechen. Denn es ist ein ganzer Teufelskreis. Wenn ich, so wie ich heute, 300 Mitarbeitern die Arbeitsplätze nicht geben würde, dann würden diese Mitarbeiter vermutlich entweder woanders Arbeitsplätze haben oder die würden irgendwo auf der Straße sitzen, was nicht förderlich ist, denn dann würden sie auch nichts kaufen und dann wäre die Wirtschaft automatisch nach unten gesunken. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und entscheidend, dass man darüber diskutiert und dass man aber auch Schritte setzt, nicht nur diskutiert, sondern dass man zu Taten greift.